La am Fuße des Schwarzwalds. Hier ist die Firma Zehnder Group Deutschland GmbH zu Hause. Zehnder, ein wichtiger Kooperationspartner von EBM Papst, schon seit mehreren Jahrzehnten. Ein bedeutender Unternehmensbereich, die komfortable Wohnraumlüftung. In diesen Produkten von Zehnder sind dann auch Ventilatoren von EBM Papst verbaut. So zum Beispiel im Comfort Air 180. Das Comfort Air 180, auch bei uns genannt Kompaktlüftungssystem für Wohnraumlösungen, ist ein besonderes kompaktes Lüftungsgerät, welches sich zum Einsatz in Wohnungen bis zu 120 Quadratmetern Wohnfläche eignet. Die besonderen Herausforderungen dieses Systems liegen in der sehr kompakten Abmessung, aber auch leistungsstarken Lüftungslösung mit einer sehr hohen Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung. Das System zur komfortablen Raumlüftung mit ca. 90% Wärmerückgewinnung sorgt für einen energetisch optimalen Austausch der Luft, der nach individuellen Bedürfnissen automatisch gesteuert werden kann. Die perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten führen kontinuierlich Frischluft zu und verbrauchte Luft ab. Dieses erfolgreiche System findet man vor allem in neuen Gebäuden wieder, aber auch in sanierten Wohneinheiten. Heute wird in mehr als 30% aller Neubauten Wohnraumlüftung in Verbindung mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Die zunehmende Energieeinsparverordnungen, immer dichter gebaute Gebäude machen es im Endeffekt unerlässlich, dass Wohnraumlüftungsanlagen in Gebäuden installiert werden. EBM Papst entwickelte für dieses Produkt Ventilatoren, die einerseits äußerst kompakt, aber auch leistungsstark und dazu sehr leise im Betrieb sind. Die beiden Zu- und Abluftventilatoren werden von effizienten Gleichstrommotoren angetrieben. Die Herausforderung bei diesem Projekt im Speziellen war einmal der Platzbedarf. Das ist ein Gerät, das man plant, im After-Sales-Service oder für Replacement-Geschäft einzusetzen. Vielleicht irgendwo, wo ein bestehendes Schränkchen ist, wo man das einbauen kann. Und dementsprechend sind die Ausmaße natürlich fest vorgegeben. Mittlerweile ist Comfort Air 180 seit März 2013 am Markt. Allerdings sah es zu Beginn der gemeinsamen Entwicklung gar nicht danach aus, dass dieses Produkt jemals fertiggestellt werden kann. Unsere Entwicklungsabteilungen selber haben gesagt, technisch ist dieses überhaupt nicht realisierbar. Im Hinblick auf Luftleistung, Energieeffizienz und sehr kompakte Abmessungen des Gerätes. Am Ende des Tages kam eine Lösung raus, wo unsere Entwickler selber sehr stolz waren und gesagt hätten, das hätte man nicht gedacht, dieses zu erreichen. Aber genau das macht eine fruchtbare Kooperation zwischen zwei innovativen Partnern aus. Auch Unmögliches im Sinne der Problemlösung möglich machen. Denn am Ende stehen immer die Bedürfnisse der Kunden im Vordergrund. Mit Comfort Air 180 ist der Nerv des Kunden bezüglich einer optimalen Raumlüftung genau getroffen.